Willkommen bei One App a Day. Jeden Tag eine App. iOS, Mac, Android, Windows Phone 7, Memo und mehr. Moin Moin, Servus und Hallo und willkommen zu dieser neuen One App a Day Folge. Heute wieder mit einem Android-Spiel, was es, würde ich jetzt einfach mal davon ausgehen, allerdings auch für iOS gibt. Im Zweifelsfall, ja, einfach im App Store mal danach suchen. Die Rede ist von Contract Killer Sniper von Glue. Glue ist, dürfte den meisten Leuten ein Begriff sein, die sich so im App Store tummeln. Die App an sich ist erstmal gratis, bietet allerdings In-App-Käufe an, die zwischen 99 Cent und 109,99 Euro pro Artikel liegen. 109,99 Euro ist wieder so ein Punkt, ja, müssen wir nicht drüber streiten. Ist natürlich viel zu teuer, finde ich, für ein mobiles Spiel. Ihr könnt es aber auch spielen, ja, ohne Geld auszugeben. Also, oder anders gesagt, ich würde hätte gerne Geld dafür ausgegeben. 4 Euro, 5 Euro meinetwegen auch 7,99. Aber ja, mit diesen App-Käufen, da kaufe ich ja meistens aus Prinzip tatsächlich nicht. Weiter mit den technischen Daten. 172 Megabyte groß, aktuelle Versionsnummer 5.0.1 liegt vor, erforderliche Android-Version ist 3.0 oder höher. Und ich habe es getestet oder gespielt auf dem HTC 10, was ich ja immer noch hier bei mir rumliegen habe. Bevor ich die Beschreibung vorlese, ein kleiner Hinweis. Von Glue kommt auch so ein Mission Impossible Spiel, was rauskam zum letzten Mission Impossible Film, glaube ich. Dieses Contract Killer Sniper ist im Prinzip dasselbe oder halt andersrum, nur jeweils im anderen Ambiente oder im anderen Look. Die Beschreibung. Du bist ein professioneller Auftragsmörder, dessen Aufgabe es ist, gesicherte Standorte zu infiltrieren und prominente Ziele auszuschalten. Schlage mit tödlicher Präzision zu und halte dich stets an den Auftrag. Wähle deine Aufträge, erledige eine Horde von Feinden, zerstöre eine gesamte Basis oder eliminiere die entscheidende Zielperson. Du hast die Wahl. Anvisieren und eliminieren. Dir stehen mehr als 250 Missionen und Kampagnen zur Auswahl. Erfasse Ziele aus der Entfernung und schalte sie mit gezielten Schüssen aus. Greife feindliche Basen direkt an oder infiltriere die Feinde, ohne deine Identität preiszugeben. Fortschrittliche und modifizierbare Waffen. Verbessere deine Waffen und die Verteidigungsanlagen deiner Basis, um deine Reserven zu schützen. Lege dir einen Vorrat von Scharfschützen und Sturmgewehren, schweren Maschinengewehren, Tesla-Gewehren, Raketenwerfern, Wurfmessern, Medikits, Panzerung und mehr an. Beweise deine Überlegenheit bei Player vs. Player Kämpfen. Greife die Basen anderer Spieler an, stehle ihre Ressourcen und werde der unbeschrittene König der Player vs. Player oder Person vs. Person PvP Kämpfe. Meistere deine Umgebung, bleib unauffällig und bahne dir deinen Weg zu jedem Ziel. Deaktiviere Automatikgeschütze, detoniere Sprengsätze und gerate dabei nicht in die Schusslinie. Reise um die Welt. Rücke ungesehen von einem Standort zum nächsten vor und nimm die neuesten Aufträge an. Es liegt an dir, der weltbeste Auftragsmörder zu werden. Intensives High-End-Spiel auf Tablets, wie gesagt, auf dem Smartphone genauso gut. Contract Killer Sniper kannst du kostenlos spielen. Es steht dir jedoch offen, zusätzliche Gegenstände für echtes Geld zu kaufen. Und da haben wir es schon. Ihr könnt es, wie ich es schon erwähnt habe, im Prinzip gratis spielen. Ist überhaupt kein Problem. Dann kommen allerdings, wie so häufig bei diesen Spielen, Wartezeiten drauf auf einen zu. Zum Beispiel habt ihr 3 Energieeinheiten für Player vs. Player Kämpfe. Oder Person vs. Person, wie sagt man dazu? Ich weiß es nicht. Ihr müsst Waffen aufrüsten, um bestimmte weiterführende Missionen spielen zu können. Das macht ihr mit einer bestimmten Einheit In-Game-Geld. Das könnt ihr euch entweder so dazu kaufen oder müsst teilweise vorherige Missionen recht häufig spielen. Oder diese Player vs. Player oder Person vs. Person, das habe ich das letzte Mal gesagt, Kämpfe machen, um diese bestimmte Ressource zu finden, um die Waffen aufzurüsten. Und das dauert eine Weile.
Und ja, wenn es einem nicht wirklich Spaß macht, dann kann das doch ordentlich den Spielspaß bremsen. Jedenfalls geht es mir so. Ich mag die Variante als Mission Impossible Setting, mag ich gerne, aber nur weil ich Mission Impossible gerne mag, die Musik gerne mag und so weiter. Ja, irgendwie dieses Feeling. Ich glaube, Contract Killer Sniper, wer noch nicht mit dem Mission Impossible Ding angefangen hat, der kann da ja mal einen Blick drauf werfen. Es macht auf jeden Fall eine Weile lang auf jeden Fall Spaß. Ob da jetzt die Langzeitmotivation dauerhaft gegeben ist, das vermag ich tatsächlich nicht so zu sagen. Das gratis ist, kann man es auf jeden Fall sich einfach mal runterladen. Wirklich was verkehrt machen könnt ihr damit nicht. Ich sage danke fürs Zuhören. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich und selbstverständlich, ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.eu/oneappatag oder eine @mention an twitter.com/oneappatag.